Igel sind wohl in jedem Garten zu finden. Entweder erwischt man sie beim Katzenfutterklau oder man hört sie nachts im Laub rascheln. Zumindest bis Mitte November. Der stachelige Artgenosse sollte dann nämlich für 6 Monate in den Winterschlaf fallen. Bis dahin ist noch Zeit, um den Igel zu helfen, sich im heimischen Garten wohlzufühlen. Indem man Unterschlüpfe und Quartiere bereitstellt, also das heißt Reisighaufen, Laubhaufen oder auch Igelhäuseln und natürlich auch, dass man Laub und solche Dinge wirklich im Garten auch belässt, weil unterm Laub halten sich auch ganz viele Käfer und Insekten, die wiederum die Nahrung für den Igel darstellen. Karin Rupprecht und ihr Mann Christoph kümmern sich seit mittlerweile rund 2 Jahren um die Igel in der Region Regen. Sie wohnen idyllisch mit viel Platz und haben selbst einige Igelhäuser im Garten aufgebaut. Auch im Haus haben sie eine Igelauffangstation. Hier können sie mit Waage und Protokoll den Gesundheitszustand ihrer Zöglinge kontrollieren. Die Aufnahme eines Igels zur Überwinterung im Haus ist aber nur in Ausnahmefällen erforderlich. Und nur zulässig, wenn der Igel sehr stark unterernährt, krank, verletzt oder hilflos ist. In diesem Fall gilt: Zur ersten Hilfe für einen Igel gehört auf jeden Fall Wärme. Also am besten auf eine Wärmflasche setzen und in einen warmen Raum bringen. Und dann Katzenfutter anbieten oder Rührei oder angebratenes Hackfleisch, natürlich ungewürzt. Also Igel sind Insektenfresser, das heißt, die fressen kein Gemüse oder so. Außerdem sollten Igel auf keinen Fall Milch trinken, da sie sonst akute Probleme mit der Verdauung bekommen. Für Igelbabys kann das besonders gefährlich werden. Die Vierbeiner sollten außerdem immer gewogen werden, da sie nur unter einem Gewicht von 500 Gramm Hilfe zum Überwintern brauchen. Wenn sie nicht fressen, bleibt der Gang zum Tierarzt nicht aus. Entwurmungsmittel oder Flohsprays sollten nur an gesunden Tieren angewendet werden. Wichtig für Karin Rupprecht ist aber vor allem die Gefahrenvermeidung. Wir haben leider sehr oft Igel, die verletzt in unsere Station kommen oder aus irgendwelchen Notlagen befreit werden. Und leider ist da oftmals der Fall, dass die eingeschläfert werden müssen, wenn die so schwer verletzt sind. Und da wäre es mir ganz wichtig, dass die Leute ein bisschen versuchen, die Welt mit den Augen vom Igel zu sehen. Also mit Gartengerätschaften vorsichtig umgehen, mit der Motorsense, solche Dinge, dass man da nicht, oder wenn einfach auch Komposthaufen umsetzen, nicht einfach mit der Mistgabel reinstechen, sondern aufpassen und eben auch so Dinge wie Kellerschächte und so weiter absichern. Keine Netze oder Schnüre rumliegen lassen, wo die sich verheddern, weil die mit den Stacheln da, wenn die sich irgendwo verheddern, da kommen die einfach nicht mehr raus. Bei Gefahr rollt sich der Igel zusammen und zeigt seine 5.000 bis 7.000 Stacheln. Die helfen natürlich nichts, wenn ein Auto angefahren kommt. Jährlich werden laut Bund Naturschutz 1 Million Igel auf deutschen Straßen überfahren. Die kleinen Lebewesen sind auf die Rücksicht und Hilfe der Menschen angewiesen. Bei Fragen können sie sich unter den eingeblendeten Webseiten jederzeit informieren.